Moin, willkommen in Rostock an der Hamburger Straße. Hier liegt eine lange Grünfläche zwischen Hamburger Straße und Nüßlerweg. Daneben verläuft die Straßenbahnstrecke in die Neubaugebiete im Norden von Rostock. Auf ihr verkehren die Linien 1 und 5. Die Rostocker Straßenbahn AG, RSAG, setzt im Jahr 2023 zwei Fahrzeugtypen ein. Die älteren Fahrzeuge sind die 6N GTW DE. Sie entstanden bei Duewag und Waggonbau Bautzen und wurden ab 1994 in Dienst gestellt. Die Elektrik stammt von ABB und Siemens. Ab 2014 kamen die von Foslo und Kiepel gebauten Tramlink 6N2 dazu. Weiter nördlich liegt der Halt Marienehe. Dort kann man zur S-Bahn nach Rostock Hauptbahnhof und nach Warnemünde umsteigen. Eine S-Bahn fährt nach Warnemünde. Im Hintergrund seht ihr eine Halle mit der Aufschrift Depot 12. Dort stehen historische Fahrzeuge, die durch die Rostocker Nahverkehrsfreunde betreut werden. Eine S-Bahn nach Rostock Hauptbahnhof kommt an. Zwischen den Gleisen der Straßenbahn und der S-Bahn und Fernbahn liegt der Havarieweg der Straßenbahn, also ein Notfall- und Rettungsweg. Er ist für den Fuß- und Radverkehr freigegeben. Von hier aus kann man gut den Bahn- und Straßenbahnbetrieb beobachten. Hier der Blick nach Norden.
Etwa 500 Meter weiter erreicht die Straßenbahn den Stadtteil Evershagen. Zum Abschluss seht ihr die Strecke einmal von der Straßenbahn aus, bei der Rückfahrt nach Marienehe. Ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal.